Und nun hören wir, ob auch die Rede versöhnlich sein wird. Und nun hören wir die allererste Rede des 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, Donald J. Trump. Chief Justice Roberts, President Carter, Richter Roberts, Präsident Carter, Präsident Clinton, Präsident Bush, Präsident Obama, geschätzte Mitbürgerinnen und Mitbürger, herzlichen Dank auch allen Völkern dieser Erde. Wir, die Bürgerinnen und Bürger der Vereinigten Staaten von Amerika, sind nun zusammengekommen. Wir ziehen an einem Strang. Es sind nationale Bemühungen vonnöten, um unser Land wieder aufzubauen, um alle Versprechen einzulösen für all unsere Amerikanerinnen und Amerikaner. Wir werden gemeinsam den Lauf der Geschichte hier in Amerika bestimmen und den Lauf der Geschichte weltweit in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Wir werden vor großen Herausforderungen stehen. Wir werden vor Mühsal stehen, aber wir werden diese Arbeit erledigen. Alle 4 Jahre kommen wir hier zusammen an den Füßen des Kapitols, um diesen friedlichen Machtübergang zu feiern und zu begehen. Und wir sind Präsident Obama zu großem Dank verpflichtet, aber auch der First Lady Michelle Obama. Herzlichen Dank für die tatkräftige Unterstützung während dieses Machtüberganges. Sie haben uns alle wahrlich unterstützt, tatkräftig unterstützt. Herzlichen Dank dafür. Die heutige Feierstunde ist eine ganz besondere, weil wir heute nicht nur einen Machtübergang begehen von einer Regierung zur nächsten, beziehungsweise von einer Partei zur anderen. Nein, es ist dies ein Machtübergang von Washington, D.C. in Richtung des amerikanischen Volkes. Wir geben dem amerikanischen Volk die Macht zurück. Allzu lange hat eine kleine Gruppe in der Hauptstadt in Washington von der Regierung profitiert, während die Menschen die Kosten zu tragen hatten. Washington blühte und prosperierte, aber die Menschen konnten davon nicht profitieren. Die Politiker verdienten viel Geld, aber die Arbeitsplätze sind verloren gegangen, die Werke wurden geschlossen. Das Establishment hat sich selbst geschützt, aber nicht die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes. Ihr Sieg, nämlich der Sieg der Politiker, war nicht euer Sieg. Ihre Triumphe waren nicht eure Triumphe. Sie feierten in der Hauptstadt, in Washington. Aber anderswo gab es sehr wenig zu feiern, nämlich für arme Familien, Familien im ganzen Land, die sich nach der Decke strecken mussten. Das verändert sich, und zwar ab dem heutigen Tage. Ab diesem Zeitpunkt, weil dieser Augenblick euer Augenblick ist. Dieser Augenblick gehört euch. Dieser Augenblick gehört allen, die heute hier versammelt sind und auch jedem, der zusieht und zuhört in den USA. Es ist dies euer Tag, eure Feierstunde, eure Zeremonie. Die Vereinigten Staaten von Amerika, das ist euer Land. Was ist denn das Allerwichtigste? Nicht, welche Partei an der Macht ist, sondern ob unsere Regierung von den Menschen kontrolliert wird und kontrolliert werden kann. Der 20. Jänner 2017, dieser Tag wird in die Geschichte eingehen, als der Tag, an dem die Menschen hier wiederum an den Schalthebeln der Macht zu sitzen begannen. Sie haben wiederum die Kontrolle erlangt. Die vergessenen Männer und Frauen unseres Landes, sie sind nicht mehr vergessen. Sie werden nicht mehr in den Stich gelassen. Jeder hört euch jetzt zu.
Dutzende Millionen Amerikaner sind Teil dieser historischen Bewegung. Die Welt hat eine derartige Bewegung niemals zuvor gesehen. Im Mittelpunkt dieser Bewegung steht eine Überzeugung, nämlich, dass eine Nation existiert, um den Bürgern zu dienen, den Amerikanerinnen und Amerikanern. Sie wollen sichere Lebensbedingungen, Arbeitsplätze, eine optimale Bildung für ihre Kinder und so weiter und so fort. Das sind vernünftige und gerechtfertigte Forderungen und Erwartungen einer rechtschaffenen Öffentlichkeit. Aber für viele Bürger besteht eine andere Realität. Mütter und Kinder, die in den innerstädtischen Problembezirken in Armut leben, beziehungsweise Fabriken, die dahin vegetieren, die zu wenige Investitionen erfahren. Im Bildungswesen gäbe es an sich ausreichend Geld, aber unsere Schülerinnen und Schüler beziehungsweise Studierende erlangen keinen Zugang zum Wissen. Dann natürlich die Kriminalität, die Banden, die Drogen. Viele, viele Menschen sind deshalb gestorben. Unser Land hat es nicht geschafft, dieses riesige Potenzial auszuschöpfen, das es gibt. Es ist dies ein Blutvergießen der Vereinigten Staaten von Amerika. Dieses Blutvergießen hört aber hier und heute auf. Dieses Gemetzel darf nicht länger bestehen. Wir sind eine Nation und eure Träume sind unsere Träume. Der Erfolg aller Amerikaner wird auch unser Erfolg sein. Wir haben ein Herz, ein Heim und ein glorreiches Schicksal. Der Amtseid, den ich heute abgeleistet habe, ist ein Treueeid gegenüber allen Amerikanerinnen und Amerikanern. Ein Bekenntnis, ein Schwur. Viele Jahrzehnte lang haben wir die ausländische Industrie auf Kosten der amerikanischen Industrie unterstützt, haben die Armeen anderer Länder subventioniert, während gleichzeitig unser eigenes Militär ausgehungert wurde. Wir haben andere Grenzen anderer Nationen verteidigt, haben uns aber geweigert, unsere eigenen Grenzen tatkräftig zu verteidigen. Wir haben Billionen Dollar ausgegeben in anderen Ländern, in Übersee, während die amerikanische Infrastruktur verfiel und dahin vegetiert. Wir haben andere Länder reich gemacht, während der Reichtum eigentlich der das Vertrauen hätte stärken sollen, verschwunden ist. Die Fabriken wurden geschlossen, Arbeitsplätze wurden ausgelagert, völlig gedankenlos. Man dachte überhaupt nicht an die Millionen amerikanischer Arbeiterinnen und Arbeiter, die im Stich gelassen wurden. Der Wohlstand der Mittelschicht, diesen Wohlstand, den gibt es heute nicht mehr. Er wurde umverteilt, aber nicht in den USA, sondern weltweit. Das, meine Damen und Herren, ist aber die Vergangenheit. Und jetzt schlagen wir ein neues Kapitel auf. Jetzt sehen wir nur zuversichtlich in die Zukunft und nicht mehr in die Vergangenheit. Wir sind heute zusammengetreten, um hier ein neues Kapitel aufzuschlagen. Jede Stadt, jede ausländische Hauptstadt soll das erfahren. Auch die Machtzentralen weltweit. Von diesem Tage an werden wir eine neue Vision durchsetzen, eine neue Vision für die Vereinigten Staaten von Amerika. Von diesem Tage an wird es nur um Amerika gehen. America first. Amerika muss an allererster Stelle stehen. Jede Entscheidung in Bezug auf den Handel, Steuern, Immigration, Außenpolitik, jede Entscheidung wird so getroffen, dass die amerikanischen Werktätigen und Familien davon profitieren können. Wir müssen unsere Grenzen schützen gegenüber den Einfällen anderer Länder. Unsere Produkte müssen besser verkauft werden. Wir dürfen nicht länger zulassen, dass unsere Arbeitsplätze verloren gehen. Dass unser Reichtum schwindet. Dieser Protektionismus wird zu Wohlstand und Stärke führen. Ich werde für euch kämpfen, mit jeder Faser meines Herzens.
und ich werde euch niemals im Stich lassen. Amerika wird wiederum an allererster Stelle stehen, so wie das in der Vergangenheit nicht der Fall war. Amerika wird viele, viele Siege einfahren. Wir werden für Arbeitsplätze sorgen. Wir werden die Konjunktur ankurbeln. Wir werden unsere Grenzen schützen. Wir werden für Wohlstand sorgen. Und wir werden auch unsere Träume wieder verwirklichen. Wir werden neue Straßen bauen, neue Autobahnen, Brücken, Flughäfen, Tunnele, Eisenbahnverbindungen, überall in den USA, in unserem wunderbaren Land. Wir werden dafür sorgen, dass Menschen wieder Arbeitsplätze bekommen, dass sie nicht von der Sozialhilfe abhängig sind. Wir werden mithilfe amerikanischer Arbeitskräfte dieses Land wieder neu aufbauen. Wir werden zwei einfache Regeln befolgen. Man sollte amerikanische Produkte kaufen und man muss amerikanische Arbeitskräfte einstellen. Buy American, hire American. Wir werden auch natürlich freundschaftliche Bande knüpfen zu anderen Nationen, aber fußend auf dem Verständnis, dass es das Recht aller Nationen ist, die eigenen Interessen an die allererste Stelle zu rücken. Wir wollen unsere Lebenseinstellung niemandem aufoktroyieren. Wir wollen dazu beitragen, dass wir ein leuchtendes Beispiel sind für alle, ein Vorbild für andere, für alle anderen. Wir werden alte Bündnisse mit neuem Leben erfüllen. Wir werden die zivilisierte Welt vereinen gegen die radikalen islamischen Terroristen. Wir werden den islamistischen Terror vom Antlitz der Erde beseitigen, auslöschen. Was ist denn die Grundlage unserer Politik? Wir bekennen uns zu den USA. Das ist unser Bekenntnis. Wir bekennen uns zu unserem Land. Und durch dieses Bekenntnis können wir unser Bekenntnis zueinander neu entdecken. Wenn ihr euer Herz öffnet gegenüber dem Patriotismus, erkennt ihr, dass es keinen Platz für Vorurteile gibt. Das sagt auch die Bibel. Die Bibel spricht darüber, wie gut ist, wenn die Menschen in Einheit leben. Wir müssen offen und aufrichtig sprechen, müssen auch über Meinungsverschiedenheiten ehrlich sprechen, müssen aber immer die Solidarität umsetzen. Wenn Amerika an einem Strang zieht, dann kann nichts und niemand die Vereinigten Staaten von Amerika aufhalten. Es darf keine Ängste geben. Wir sind geschützt und wir werden auch immer geschützt sein. Geschützt durch die großartigen Männer und Frauen unseres Militärs und der Polizeibehörden. Und vor allem werden wir geschützt sein durch Gott. Und schließlich noch ein Gedanke. Wir müssen große Träume haben. Eine Nation besteht nur fort, solange die Nation blüht und gedeiht. Wir werden keine Politiker akzeptieren, die den Worten keine Taten folgen lassen, die sich immer nur beschweren, aber einfach keine proaktiven Entscheidungen treffen, die einfach nur Lamoyanz zeigen. Die Zeit der Worthülsen ist vorbei. Jetzt ist die Stunde des Tätigwerdens gekommen. Jetzt müssen Taten folgen. Ihr dürft es nicht zulassen, dass irgendjemand euch sagt, dass das nicht möglich ist. Keine Herausforderung ist so groß, dass wir sie nicht überwinden können. Wir werden nicht versagen. Unser Land wird blühen und gedeihen, wird prosperieren. Wir erleben nun die Geburt eines neuen Millenniums. Wir wollen die Mysterien des Raums erkunden. Wir wollen Krankheiten beseitigen. Wir wollen die Energien, die Industrien und Technologien der Zukunft nutzen. Ein neuer nationaler Stolz wird uns leiten, wird dafür sorgen, dass
wir das Einende vor das Trennende stellen können. Unsere Soldaten wissen, dass ob wir schwarz oder braun oder weiß sind, es ist egal, wir glauben alle an das gleiche rote Blut der Patrioten, ungeachtet unserer Hautfarbe. Wir alle genießen die gleichen glorreichen Freiheiten und wir ehren die gleiche großartige amerikanische Fahne. Ob ein Kind nun in Detroit, in den innerstädtischen Problembezirken in Detroit oder auf den Ebenen von Nebraska geboren wurde, alle Kinder leben den gleichen Himmel, haben die gleichen Träume und sie atmen den Atem des Lebens, das ihnen der allmächtige Gott geschenkt hat. Das sage ich allen Amerikanerinnen und Amerikanern, in großen Städten, in kleinen Städten, in Berggebieten, aber auch an den Küsten. Hört diese Worte. Ihr werdet niemals wieder ignoriert werden. Eure Stimmen, eure Hoffnungen und eure Träume werden unser amerikanisches Schicksal bestimmen. Euer Mut, eure Liebe, das wird für uns eine Orientierungshilfe sein, eine wichtige Orientierungshilfe. Gemeinsam werden wir Amerika wieder zu einem stärkeren Land machen. Wir werden Amerika zu einem reicheren Land machen. Wir werden die Vereinigten Staaten von Amerika zu einem stolzeren Land machen. Wir werden Amerika zu einem sichereren Land machen. Und ja, gemeinsam werden wir Amerika zu einem großartigen Land machen. Let's make America great again. Gott schütze euch und Gott schütze die Vereinigten Staaten von Amerika. Herzlichen Dank. God bless America.